Herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part von Let's Play Oblivion von eurem Hunter. Und ihr hört wahrscheinlich eine Mikroqualität, beziehungsweise habt es im Bulletin gelesen oder in den letzten zwei Parts von Hunted gehört. Ich habe jetzt ein neues Headset, aus dem einfachen Grund, dass mein altes Headset in den letzten zwei Ferienwochen den Geist aufgegeben hat, beziehungsweise das Mikro des Headsets hat den Geist aufgegeben. Und deswegen musste ich mir natürlich ein neues Headset kaufen. Jedenfalls jetzt mal wieder speziell zu Oblivion. Ich habe vom lieben X-Konstantine72X, ich glaube so heißt du exakt, du kannst in den Kommentar schreiben, wenn ich es falsch sage oder so, eine Nachricht bekommen, eine PM bekommen, dass es eigentlich nicht wirklich wichtig ist, dass ich diese Videos von Oblivion in 1080p hochlade, da das kaum einen Unterschied macht zu 720p. Und dementsprechend habe ich mir halt gedacht, ich frage jetzt mal hier alle meine Zuseher, ob ihr wirklich die Videos in 1080p haben wollt, die von Oblivion. Wenn ja, dann werde ich das so weit machen wie jetzt. Da werden halt verständlicherweise die Parts ein bisschen kürzer sein, denn so 20 Minuten Parts von Oblivion in Full HD hochzuladen ist ein bisschen zart, denn das dauert ewig und wie man den YouTube Uploader kennt, bricht er dann halt höchstwahrscheinlich auch zigtausende Male ab. Dementsprechend gebe ich euch halt jetzt, wie gesagt, die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr die Videos nur und Anführungszeichen in 720p wollt. Da wäre natürlich der Vorteil, die Parts wären ein bisschen teilweise länger als 11 Minuten, beziehungsweise würden vielleicht auch teilweise halt je nachdem, wie es gerade passt, auch mal so circa 20 Minuten lang sein, ihr werdet sehen. Jedenfalls wird dann halt auch der Upload schneller gehen. Und ich könnte wahrscheinlich auch ein paar mehr Parts aufnehmen. Wobei dann natürlich auch die Qualität nur, wieder unter Anführungszeichen, nicht Full HD, sondern nur HD Ready in 720p wäre. Ja, Vorteil von 1080p habe ich auch schon gesagt, Qualität ist besser, Parts sind kürzer, es gibt Leute, die mögen eher kürzere Parts lieber, es gibt Leute, die mögen eher längere Parts lieber. Mir persönlich ist es eigentlich relativ egal. In Full HD nehme ich dann halt auch verständlicherweise wenig auf, wie gesagt. Da ich ja auch nicht so schnell hochladen kann. Gut, wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr wollt. Full HD oder lediglich 720p. Und ich werde mal schauen, für den nächsten Part, was sich da machen lässt. Beziehungsweise werde halt dann, je nachdem, wie es abläuft, 1080p oder 720p hochladen. So. Aber nun zurück zur Arena hier. Wir haben jetzt schon lange genug hier gelabert. Und ja, sprechen wir Owen an. Blutvergießer, verliert jetzt bloß nicht euren Schwung. Kämpft weiter. So, kämpft weiter, werden wir natürlich. Haben wir noch nichts über Gaiden Shinshi gefragt? Der erste Waffenmeister unserer Arena, der verdammt nochmal beste Kämpfer aller Zeiten, hat dem Orden der Diagna gedient. Ist im Kampf gegen die Orks gefallen. Asura sei seiner Seele gnädig. Gut, dann sagen wir, wir sind wieder bereit für eine Partie. Eure nächste Gegnerin trägt schwere Kleidung, greift jedoch mit einem Kurzschwert an. Sie ist praktisch eine stark gepanzerte Wespe und das mit dem passenden Temperament. Vorsicht! Tja, das Temperament interessiert uns ja nicht im Kampf. Leben haben wir keine Vollen mehr, das ist schlecht. Wie steht es um den Status unseres Claymores? Das hat 100%, gut. Ich glaube, das habe ich erst am Ende vom letzten Part aufgehoben, aber das ist schon ein bisschen länger her. Achso, ihr habt euch noch nicht im Staub des Kampfes gewählt. Klar, dann können wir es nicht heilen. Müssen wir wohl mit diesem Billigzauber vorlieb nehmen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Öffnen ist unmöglich. Ihr seid gekommen, der Sprecher sagt mal wieder das Übliche. Bei dem zuzusehen, was sie am besten können. Töten. Und sie sind entschlossen, sich zu beweisen. Möge das Blutvergießen beginnen. Wobei ich ja glaube, dass sich die Gladiatoren in der Antike nicht umgebracht haben. Zumindest so wie ich das mitbekommen habe. Da hat ja Cäsar oder irgendein anderer Kaiser. Oh, der kam vielleicht übrigens. Immer den Daumen hoch oder runter gezeigt. Kennt man ja auch aus den Asterix-Comics, beziehungsweise Filmen. Aber gut, das ist jetzt keine Geschichtestunde, sondern
Wie ihr gesehen habt, war dieser Kampf ziemlich einfach. Und wir werden uns jetzt heilen. Und unsere Belohnung bei Owen abholen. Gut, ihr habt also den Bretonen getötet. Lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Hier, euer Lohn. Gut. Ein Bretone war das. Auch gut zu wissen. Mein roter Salon wurde von Kämpfern wie euch gestrichen. Sobald ihr dem nächsten Trottel den Bauch aufgeschlitzt habt, schmiert ihr sein Blut überall auf die Wand. Okay. Er hat scheinbar Fantasien von Blut verschmieren. Ist nicht ganz normal, der liebe Owen. Aber gut. Sagen wir, wir sind wieder bereit für die nächste Partie. Ich habe ihn noch nie kämpfen sehen, aber er trägt einen Bogen und auch ein Schwert. Er ist mir ja von dunklen Elfen gewohnt. Euch auf einen Angriff das aus sind der Ferne die Allrounder. Gefasst. Also wieder ab da rein. Und ich hoffe, der ist wieder so schwach wieder wie sein wie seine Vorgängerin. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Achtet auf den Dunkelelf des gelben Teams. Die Mordlust steht ihm ins Gesicht geschrieben. Hat der Blutvergießer des blauen Teams da die geringste Überlebenschance? Ich denke schon. So, ich hoffe, er benutzt nicht gleich den Bogen, aber er tut's natürlich. So, jetzt ist er im Nahkampf. Und er war auch kein sonderlich großes Problem. Ja, ja, das ist auch immer das Übliche, das geht mit der Zeit ganz schön auf den Sack, was der Sprecher da immer labert. Weil es wirklich immer nur dasselbe ist. Lediglich, wenn man reinkommt, sagt er teilweise was anderes. Ach so, das ist unser Goblin Schamanenstab, den wir liegen lassen haben. Da wir sonst überlastet wären, was immer noch der Fall ist, wir werden immer noch überlastet, wenn wir den nehmen. Dementsprechend lassen wir ihn liegen und holen uns 200 Gold ab. Oder sollte ich mir mit uns sagen? Ja, stimmt. Okay, wir sind aufgestiegen. Ihr wisst, wie es geht. Mehr Blut, mehr Gold. Hier. Das ist schön. Deswegen werde ich immer speichern. So, den Spielstand beschreiben. Schluss jetzt, Myrmidon. Genug mit dem Quatsch. Erteilt ihr diesen Miststücken aus dem gelben Team jetzt mal endlich eine Lektion, oder was? Ja, werden mich bemühen. Wir sind bereit für die nächste Partie. Lasst euch von eurem nächsten Gegner nicht täuschen. Dieser unscheinbare Dolch ist eine mächtige, verzauberte Waffe, der Schimmerschlag. Und jetzt macht sie nieder. So, werde mich bemühen. Allerdings, glaube ich, hat dieser Gladiator immer zu jedem Rang etwas zu sagen. Myrmidon, wie schön euch zu sehen. Naja, allerdings nicht sehr viel. Er spricht das halt jetzt als Myrmidon an, aber vielmehr auch nicht. So, und ich sehe jetzt gerade unten, wir können eine Stufe aufsteigen. Das heißt, wir werden das nach diesem Kampf gleich mal hinlegen. Damit wir ein paar neue Punkte vergeben können und unsere Stärke bzw. andere Attribute erhöhen können. Seid willkommen in der Arena. Der Kämpfer des gelben Teams hat schon zahlreiche Gegner mit seinem Zauberdolch, dem Schimmerschlag, niedergestreckt. Mal sehen, ob das blaue Team seiner Gewinnsträhne ein Ende bereiten kann. So, naja, sehr stark sieht jedenfalls nicht aus. Ja, der hat einen verzauberten Dolch, aber sonderlich schwer ist er nicht. Und ist auch schon tot. Den können wir uns ja leider nicht nehmen. Exakt, denn wir dürfen ja keine Waffen von gefallenen Gegnern nehmen. Warum weiß keiner, wahrscheinlich wenn die danach eh irgendwie eingeschmolzen oder so etwas. Aber gut, wir dürfen es trotzdem nicht nehmen. Also gehen wir einfach raus, heilen uns wieder. Halt. Stand ja nicht gerade, wir haben uns geheilt, warum haben wir dann nicht volle Leben? Hallo? Warum haben wir jetzt nicht volle Leben, wenn wir uns den Schmutz abgewaschen haben? Komisch. Naja. Holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Waldelf erzählt, was ihr von seinem magischen Dolch haltet, hä? Naja, geredet haben wir jetzt nicht viel. Aber gut. Wir werden uns jetzt hier in das nächste Bettzeug legen. Am besten das hier, denn hier schläft normalerweise der liebe Gladiator da hinten. Deswegen will ich ihm mal lieber nicht sein Bett wegnehmen. Es ist 8.14 Uhr. Arena-Kämpfe finden, glaube ich, zwischen 9 am und 9 pm statt. Deswegen werden wir jetzt einfach mal 13 Stunden schlafen.
So, wir sind aufgestiegen zu Stufe 2. Wenigstens 3 Attribute zur Verbesserung. Also auf jeden Fall mal Stärke. Denn dann können wir mehr tragen, machen mehr Schaden und so weiter. Und verbessern natürlich auch unsere Fähigkeiten, mit Klingenwaffen zu kämpfen. Ansonsten die Konstitution auf jeden Fall, denn die beeinflusst unsere Ausdauer, Lebensenergie und wie viel unsere Lebensenergie ansteigt, wenn wir schlafen und wenn wir aufsteigen in die Stufe. Glück beeinflusst zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, die Sachen, die wir in Truhen finden, ob das halt gute Sachen sind oder nicht so gute Sachen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, aber eins, wo ich mir sicher bin, ist, dass das Glück beeinflusst, also dass die Ergebnisse der Arena-Kämpfe beeinflusst. Denn wir wissen, wir können ja auch auf Kämpfe setzen. Und ich glaube, wenn unsere Glücksfähigkeit hoch ist, ist die Chance höher, dass das Team, auf das wir setzen, den Kampf gewinnt. Aber sicher bin ich mir da nicht. Kann natürlich auch totaler Schwachsinn sein. Aber das ist halt für mich jetzt noch das, wo ich es mir am ersten vorstellen kann, dass das einen Einfluss drauf hat. Denn ich glaube nicht, dass es diese Fähigkeit einfach so gibt. Wobei Glück auch die einzige Fähigkeit ist, wo man immer nur einen Punkt dazu kriegt. Denn ihr seht, hier steht plus 2. Das heißt, wenn wir es jetzt auswählen, kriegen wir 2 Willenskraftpunkte dazu. Und beim Glück, so wie jetzt gerade bei der Intelligenz, wobei bei der Intelligenz gibt es auch auf 2 Punkte dazu. Beim Glück kriegt man, kann man immer nur einen Punkt dazu geben. Wir können es ja mal anschauen. Wir haben jetzt plus 1 Punkt mehr auf Glück, wenn wir es auswählen. Deswegen würde ich sagen, das machen wir jetzt später oder ab und zu nur, dass wir das Glück erhöhen und kümmern uns jetzt lieber, ich hoffe, dass wir verständlich erklärt, und kümmern uns jetzt lieber um Schnelligkeit, würde ich sagen, denn dann können wir natürlich schneller gehen. So, knapp vorbei am Grauen Prinzen, auch Agronak Chromalok genannt, und gehen wir wieder zu Owen und wir fragen ihn jetzt mal nach Gerüchten, denn er hat schon mal was Neues zu sagen. Ich habe gehört, ihr seid ein Idiot. Nein, das ist nichts Neues, das haben wir schon gehört. Keine Überraschungen, nur eine ziemlich empfindliche Hochelfe. Geht in die Arena hinaus und lasst sie um Gnade winseln. Na dann, eine Hochelfe. Warum wir jetzt immer gegen Frauen kämpfen, ist mein Rätsel. Aber gut. Wir werden es trotzdem schaffen. Wir werden uns nicht zurückhalten, nur weil das jetzt eine Frau ist. Sie kämpft hier in einer Arena. Und dementsprechend muss ich sich wohl damit abfinden. Und was habe ich jetzt gedrückt? Okay, wir lassen das in das Inventar. Dann werde ich jetzt wieder abspeichern. Und zwar hier. Und ab hinauf zum Tor. Ihr Leute der Kaiserstadt, ja, halt's Maul, der labert echt immer dasselbe. Ihr kamt, um einen Kampf zu ja, sehen. Da ist jetzt wieder der kleine Teil, der mal anders ist. Sollt ihr bekommen. Doch Worte sind etwas für Schwächlinge. Ihr wollt Blut? Schließt die Tore! Ja, und schließt die Tore ist überhaupt das Beste, denn er öffnet die Tore und er schließt sie nicht. Aber gut, ich glaube, das habe ich eh schon mal erwähnt. Vielleicht meint er die Türen da unten. Ha, ihr werdet... So, einfach mal schnell um sie rundherum gehen. Und schon ist sie geschafft. Und wir haben unsere Schwertkampffähigkeit sogar verbessert. Gut. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So, wir heilen uns jetzt mal hier noch. Und holen uns wieder mal unsere Belohnung ab. Altmeer, Sie alle handeln edel und gut, bis Sie in einer Lache Ihres eigenen Blutes liegen. Hier habt ihr euer Gold. Okay. Will keine Verschnaufpause ein. So, und ich würde sagen, für diesen Part von Oblivion ist es auch wieder genug. Ihr habt am Anfang gehört, ihr könnt jetzt abstimmen in den Kommentaren, ob ich die kommenden Videos jetzt in Full HD oder 720p hochladen soll oder teils teils. Wie teils teils war auch in Arcania der Fall, aber ich manche Parts halt 1080p hochgeladen, manche nur 720p. Jedenfalls, ich habe es ja eben am Anfang des Videos schon lang genug erklärt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Stimme in den Kommentaren abgeben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.